Moin, moin, mein Name ist der Sündenbock, nein, Heinrich der Löwe. So, wir haben Mission 9 oder Kapitel 9 und müssen in die Chemiefabrik. Ja, gucken wir mal. Ah ja, letztes Mal habe ich sie mit C geschafft, die Rache, die Klon-Mission. Klon-Action. Zentrale, tut mir leid, dass mit der Beförderung wohl nichts wird. Aber dafür habt ihr jetzt eine Spur, die euch einem wirklich dicken Fisch führt. Ray Moreno, Chef der hiesigen Mafia. Wir beißen uns schon seit Jahren die Zähne an ihm aus. Immer wieder erwischt er uns. Ich hoffe, diesmal gibt es keine verrückten Sachen. Wir haben wieder zwei falsche Zivilisten, drei normale Zivilisten und 11 Verdächtige, weniger. Und die Mission ist auch wieder ein bisschen leichter mit 4,5. Pass auf, dann werde ich jetzt 20 Anläufe für brauchen. Ausrüstung, wir nehmen das Z wie zuletzt. Hatte ich da wirklich nichts genommen? Das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann Z zuletzt. Und dann nehmen wir doch mal die super-duper Sensorgranate. Ich hätte lieber mal ein anderes Magazin, aber naja. Kein Gelaber davor? Unsichtbare Wand. Und ihr seht immer noch Halloween. Unsichtbare Wand. Fuck it! Das habe ich gerade zu spät gesehen. Das hätte nicht passieren müssen. Aber wir werden das eh nicht beim ersten Anlauf durchspielen. Okay, wieder. Polizeigewalt. Ah, schau an. Oh! Da war ein Dritter, habe ich gar nicht gesehen. Okay, hab ja gesagt, wir werden es nicht beim ersten Mal schaffen. Das wäre jetzt auch ein Ding gewesen. Hier, Terroristen, Pfeffer. Spray in die Fresse packen. Genau, festnehmen. Ich finde es schade, dass wenn wir schon dieselben Waffen haben, dass wir nicht die Munition bekommen. Ah. Get down now. Secure the target. Copy that. Okay, waren doch zwei Zivilisten. Nee. Das war richtig, dass ich der hätte bestimmt gewartet, dass ich den hier nehme. Das haben wir richtig gemacht. Oh, die Maske hat sich geändert. Check behind the door. Roger that. Suspect spotted. Ah, so Bürofeeling, ne? Okay, voll daneben geschossen. What? Ich hätte mal noch einen Moment warten sollen, bevor ich schieße, dann wird das Kreuz ein bisschen enger wird. Oh. Ja, kein Kommentar. Dann nochmal checken, ob jetzt diesmal welche drin sind. Mach doch mal die Tür auf, Kollege. Gut. On the ground now. Cover that. Copy that. Darüber oder? Regroup on me. Ist das Glastür? Affirmative. No visible threats. Negative. Use the lockpick. Roger.
Fritz Cola, Karamellkaffee, lecker. Eine Stahltür. Oh Gott. Go. Roger that. Stand down. Da müssen wir handeln. Blow and open. Nicht, dass wir noch mehr Krach machen, dass der Typ den Zivilisten erschießt, das wollen wir nicht. Get down now. Den auch festnehmen, nicht, dass er mir in den Rücken schießt. Copy that. Gucken, kein Koks, nur Kürbisse. Schon mal doof. Fall in on me. So, dann gucken wir hier nochmal. Hier muss doch jemand gewesen sein. Check behind the door. Affirmative. Multiple suspects spotted. Genau dieselbe Scheiße. Deploy a breaching charge. Affirmative. Zip him up. Aber er hat gleich die Waffe hingelegt, das ist... Ah. Da können wir quasi in den Raum weitergehen. Roger that. Wieder ein Klo, wieder gefährlich. Suspect spotted. Negative. Get down! Fall in and stay close. Ah. Der hat noch Koks dabei gehabt. Camera under the door. Copy that. All clear. Ich hoffe, das sind hier Tore, die nach unten sind. Und ich gönne mir nochmal einen Fritz-Cola. Ah, drüben haben wir noch einen Raum vergessen. Check behind the door. Affirmative. Multiple suspects. Ah, fuck, wir haben kein Durchbruchpaket mehr, ne? Und doch haben wir noch. Negative. Negative. Ah, das ist doof. Go. Roger that. Get over there. Roger. Nee. Go. Roger that. Move. Roger. Gut. Okay. Aber es hat schon so geklappt, wie ich mir gerade vorgestellt habe. Er schießt in die Richtung, nicht in die andere. Kann ich jetzt meinen Kollegen... Ich glaube, das haben wir schon mal getestet, aber ich glaube, es ging nicht, ne? Oh, hat funktioniert. Super. Fall in on me. Auch wieder ein großer Scheißraum. Lass uns erstmal den anderen nehmen. Just the mirror. Roger that. Suspect spotted. Negative. Get down now. Secure the target. Affirmative. Pfefferspray ins Gesicht. Roger. Zip him up. Roger. Get down. Get that. Okay, so weit, so gut. Fall in and stay close. Camera under the door. Roger. Multiple suspects spotted. Hands up! Cool. Geschafft. Neuer Name, gleicher Geschmack. Ist doch immer noch Fritz Cola, oder nicht? Hm. Egal. So. Mission complete. Ging aber diesmal sehr schnell. C+. Mann, oh Mann. Beamter verletzt, aber ich habe ihn doch eigentlich wieder geheilt, oder nicht? Oder wurden wir gerade nochmal verwundet? Egal. Was zum Henker wollt ihr Knalltüten hier denn hier? Liegt das nicht auf der Hand? Wir sind hier, um dich zu verhaften, du Trottel. Auf welcher Grundlage? Hello Chemicals ist ein vollkommen legales Unternehmen. Schaut euch die Unterlagen an. Hör mal.
Das einzige Stück Papier, das ich brauche, ist ein Haftbefehl mit deinem Namen. Und rein zufällig habe ich den hier dabei. Was? Einen Haftbefehl? Das ist ein Irrtum. Hör mal, ich dachte, wir und die Polizei, wir haben da eine gegenseitige Übereinkunft. Ihr pfuscht den Kolumbianern nicht ins Handwerk und wir leisten uns unseren Beitrag und liefern die Ausrüstung. Ausrüstung? Wovon zur Hölle redest du da? Ich meine, was ich wirklich... Boom. Headshot. Nee. Rick, auf seinen Kopf! Ist das ein Laserzielstrahl? Hä? Was? Bitte, bitte bring mich nicht um. Was ist denn mit den deinem Freund und Helfer? Ich meine, die Bullen sollen doch die Guten sein, oder? Runter! Auf den Boden! Sofort! Zu spät. Boom! Headshot! So, Magnum-Munition. Uiuiuiui. Das heißt, Magnum hat gute Durchschlagskraft. Ja, weil ich kann noch keine Magnum-Munition in meine MP5 packen, oder? So, das ging ja ziemlich schnell. Einsamkeit. Städtisches Gefängnis? Werden wir jetzt dafür verurteilt? Machen wir, komm. Zentrale. Ich kann nicht glauben, was da passiert ist. Die Meldungen sind ja grauenvoll. Ganz gleich, was ihr auch denken mögt. Solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, solltet ihr euch vielleicht lieber eine Auszeit gönnen. Hoffentlich wächst so bald wie möglich Gras über die Sache. Falls nicht, doch noch jemand, die an die große Glocke hängt. Ich denke, die Beförderung wird noch warten müssen. Aber ihr beide habt euch ein wenig Urlaub verdient. Aha. Zwei Zivilisten beim Urlaub machen. falsche Zivilisten. Vier Zivilisten insgesamt und 13 Verdächtige. 4,5. Also würden wir wahrscheinlich genauso wieder easy peasy durchgehen. Wir haben die Sensorgranate noch gar nicht getestet. Ich nehme das mal weg. Oder dafür die Magnum-Munition. Diese Kugeln sind zusätzlich mit einem Treibgas gefüllt, um Gegner auf einen Schlag zu töten. Und alle Türen zu durchschlagen. Oh, meine Waffe. Ups. Ich wollte eigentlich hier für die Ausrüstung für die Ihmchen nehmen, aber gut. So. Er kriegt die Magnum-Munition. Also ich werde wahrscheinlich später von dieser Sensorgranate weggehen und dann einfach noch Magnum und dieses, diesen Handgriff benutzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Magnum-Munition... Magnum gehört doch zu einer Magnum-Waffe, oder nicht? Oder nicht Magnum-Waffe, nein. zu einer anderen Waffe. Ich habe da so einen Revolver in... Genau, Revolver oder sowas, diese langen Revolver. Ach, was weiß ich. Komm, starten wir. Und wenn ihr wisst, wo Magnum-Version herkommt, wo man Munition reinpackt und so, schreibt es mir in die Kommentare. Also, jemand hat Moreno erschossen, bevor du ihn und John erreichen konntest? Das ist doch einfach Wahnsinn. Warum ist das vertuscht worden? Ich weiß noch, dass die Reporter meinten, ihr habt ihn erschossen, weil er sich euren Anweisungen widersetzt hat. Aber ihr müsst euch jetzt wegen dieser Sache nicht mehr zur Schnecke machen lassen. Aha. Schon klar. Ich weiß noch, dass damals der Glotze ständig von Polizisten mit Psychoproblemen
die Rede war. Wobei ich als Musterbeispiel für ballerwütige Bullen dazu halten hatte. Ich weiß bis heute nicht, wer Ray Moreno nun wirklich erschossen hat. Aber die Forensiker haben in seiner Leiche eine Kugel gefunden, die das gleiche Kaliber wie meine Waffe hatte. Und das kann nur eins bedeuten. Wirklich nur eins. Das war alles eine Falle. Ja. Ich wusste damals noch nicht, aber ich hatte da so ein Gefühl. So ein Gefühl, dass da irgendwas faul sein muss. Irgendetwas, das sich einfach nicht greifen ließ. Oder vielleicht wollte ich auch gar nicht so genau wissen. Klingelingeling! Hey, Rick! Wie läuft's denn so? Tja, ich liege jetzt schon seit Tagen mit dem Chief im Clinch, aber es gibt so gut wie nichts Neues zum Fall Ray Moreno. Als würden die absichtlich in der Sache nichts unternehmen. Weißt du? Ich kann's nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Wie auch immer, es gibt auch gute Nachrichten. Schon gehört? Die haben den CEO von Stone & Roberts verhaftet, Lars Earl Roberts. Offenbar hat der Ordner, den wir im Casino gefunden haben, doch mehr hergegeben, als wir ursprünglich dachten. Lars ist auf dem Weg in den Knast, also hat die Sache doch noch ihr Gutes. John. Endlich hast du was gesagt. Ich hab schon gedacht, du bist am Telefon ohnmächtig geworden oder so. John, ich muss so bald wie möglich mit Roberts reden. Kannst du mich bei meinem Apartment abholen? Wir fahren zum Sullivan County Jail und nehmen den uns davor. Gut, für mich kein Problem. Ich komme gleich bei dir vorbei. Hauptsache, du ziehst deine sauberste Uniform an. Und kannst du vielleicht noch duschen? Du warst jetzt einige Tage nur zu Hause. Ich wette, du stinkst. Wie ein Eltes. Da könntest du recht haben. Ja. Muss man einen Schluck trinken. Schon 5 Minuten! Mit Roberts! Und keine Sekunde länger! Kapiert? Mir nach! Ah, das sind alles Leute, die wir sonst immer erschießen. Der alte Wichser. Ist ein bisschen diskriminierend, wenn da nur schwarze Ghetto-Gangster im Gefängnis sind. Müssen ja auch mal ein paar Weiße sein. Oder so. Diese Halloween-Sachen gehen mir auf den Sack. Man hat gemerkt, dass der Typ sich darauf vorbereitet hatte. Er hat fast die ganze Zeit über, in der wir da waren, nichts gesagt. Egal, was wir auch angestellt haben. Als wir gerade alle Hoffnung aufgeben wollten,
Ja, was ist denn, Katze? Da haben wir doch glatt C4 mit deinem Namen, deiner Firma aufgefunden. In einem normalen Lagerhaus. Wem hast du das verkauft? Der wird nicht auspacken, Rick. Gehen wir einfach. Zum letzten Mal. Wo? Sie müssen Stone aufhalten. Was? Stone! Eddie Stone! Mein Geschäftspartner! Sie müssen ihn finden! Bevor noch Schlimmeres geschieht! Was denn? Werden Sie schon noch sehen! Hast du was gehört? Ja. Mach dich bereit. Achtung an alle! Berichten zufolge sind in städtischem Gefängnis Schüsse gefallen. Alle verfügbaren Einheiten. Schon vor Ort, Zentrale. Wir kümmern uns drum. Ja, und ich muss noch mal einen Schluck trinken. Falls ihr die kleine Katze gehört habt, die will nur Aufmerksamkeit. Die hat es auch gerade bei Mathilde gefunden. So. Ab ins Gefängnis. Ab ins Gefängnis. Oh, hier ist ein Gangster. Hier ist ein Gangster. Es ist ein Klo. Da sind bestimmt Gangster. Oh, clear. Sauber, 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 sauber. Oh! Hab jetzt zeitgleich Get Down und geschossen. Das wollte ich nicht. So, was haben wir hier? Ach, hier sitzen sie immer gegenüber. Guck da nochmal nach. So, hier jemand? Ich mag ja das Endoskop, ne? Das finde ich ja super. Oh, da ist einer. Gut, soweit so gut. Hier ist wieder eine Umkleide. Camera under the door. Copy that. Suspect spotted. Negative. Hands up. Regroup on me. Get down on the ground now. Sensorgranate. Okay. Mach mal auf. Lockpick the door. Roger that. Get down. On the ground now. Okay. Und durch die Sensorgranate wissen wir, dass ja hier auch einer ist. Genau hinter der fucking Tür. Kumpel. Ah ja, wir können ja mit Magnum-Munition durch die Tür schießen. Das war ganz gut. Das war ja cool. Ich habe da nicht dran gedacht, aber ich habe einfach mal geballert. Ist aber ein kleines Gefängnis. Und normalerweise, bevor man in diesen Verhörraum kommt, muss man doch vorher durchgefilzt werden, oder? So. Dann gucken wir hier nochmal durch. Zivilist, denkt daran. Nicht alle Zivilisten sind gut. Das sitzt der Hof, oder was?
Ob sie die Gefängnistüren offen gemacht, aufgemacht haben? Multi? Warum Multi? Ich sehe nur einen eigentlich. Get down now! Zip him up. Roger. Oh, die Gefängnistüren sind offen. Secure the target. Roger that. Okay, vielleicht ist jetzt doch mal die Granate gar nicht so blöd. Ja. Pfefferspray? Spray him. Affirmative. Zip him up. Roger that. Da habe ich noch rechtzeitig die Fresse gehauen. Vielleicht sind sie doch gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Jetzt kann man nämlich sicher gehen, dass die anderen Räume sauber sind. Vielleicht braucht man den Griff ja nicht. Ich meine, mit dem Schießen klappt es ja bisher auch so. Get down now! Get down! Fall in on me. Aha. Wir wollten mir in den Rücken schießen. Check behind the door. Affirmative. No visible threats. Negative. Kokain? Get that. Affirmative. Das hat man sich aussperren lassen, aber hier ist keiner dahinter. Okay. Jetzt hätte ich wieder durch die Tür geschossen. Fall in and stay close. Nehmen wir mal ein neues Magazin. Ah! Kokain mitten im Gefängnis. Einfach. Liegt hier einfach rum. Was ist das für ein Gefängnis? Keiner im Duschraum? Okay. Ah, jetzt hätte ich gern nochmal so eine Sensorgranate. Öffne mal bitte. Use that. Negative. Was? Negativ. Du sollst die Tür öffnen, du Idiot. Use it. Negative. Dann. Stell dich da mal hin. Cover that. Nein, stell Roger. Dich mal davor. Go. Roger. Genau. Und. Cover that area. Affirmative. Du sollst mich nicht angucken. Roger that. Ah, Kollege. Anschellen. Fall in on me. Ah, da war doch einer im Raum. Das lief so gut. Es lief so gut. Warum war da einer im Raum? Warum habe ich den nicht gesehen? Ah, fuck, ey. Es lief so gut. Ich versuche mal alleine das Klo zu machen. Also die Magnum-Munition scheint wirklich gut zu sein. Ach, das war auch gleich ein falscher Zivilist. So, das ist ein breiter Raum. Bitte mal in das Endoskop. Gut. Dann hier auch nochmal bitte. Aha, aha, aha. Ja, okay. Muss er ja nicht gleich immer eine Kugel laufen. Hat auch derbe Minuspunkte gegeben, weil ich ihn einfach so erschossen habe. Ein Schuss, ein Treffer, ein Toter. Ich mach die Munition. Achso, die muss ich da. Also, naja, wir müssen eh in den Raum rein. So, jetzt nutzen wir hier mal die Sensorgeschichte. Nö. Oh, ist ein Folterraum. Check behind the door. Roger that. Negative. Get down! Mein Fest. Target. Roger that. Okay. Fall in on me.
Geh auch nochmal in den Folterraum. Roger. Sind da gerade Leute beschäftigt? Ah, ist abgeschlossen. Unlocking the door now. Affirmative. Get down! Hands up! Fall in and stay close. So, ist der gerade Auslauf? Negative? Ah, hier, Kokain überall, Kokain. Get that. Roger. Der Gras. Regroup on me. Was mich mal interessiert, ob es hier auch so blutig wäre, ohne diese ganze Halloween-Geschichte. Check behind the door. Affirmative. Suspect spotted. Ah, das ist natürlich scheiße, direkt auf dem Flur. Negative. Get down. Können wir vielleicht... Gut. Fall in on me. Hier sind viele kleine verfickte Räume. In jedem Raum hier unten einer, glaube ich. Der auch. Geschossen. Der hat geschossen. Get down now. Zip him up. Roger. Ja, weil das ist echt hart hier, diese Räume. Überkreuzt, da kannst du dich richtig einblicken. Das ist echt. Da ist doch die Sensorgranate ganz gut, finde ich. Die macht sich hier echt gerade bewährt. Use the mirror. Duscht gerade jemand? Oh, der duscht wer? Das Doofe ist wieder, die Tür geht nach links auf, ne? Get down. Negative. Get down now. Ups, ich wollte einfach daneben schießen. Naja, habe ich ihn doch erwischt. War jetzt nicht meine Absicht. Camera under the door. Affirmative. Suspect spotted. Ach, die Tür geht auch wieder nach links auf. Nein, die geht gar nicht auf. Das ist natürlich auch gut. Komm, mach Durchbruch, Kids. Ich habe schon einen unerlaubt getötet. Lass mich durch, lass mich durch. Ach so, er hat schon aufgegeben. Lässt mein Kollege mich nicht durch. Den Raum durchleuchten. Na, da ist natürlich wieder jemand. Oh, danke Kollege, ich habe nämlich gerade zu spät reagiert. Durchleuchte die Tür nochmal. Gut, kein Gras, kein Kokain, kein LSD, kein Crystal Meth und kein Uhu-Kleber. Oder was sich die Leute sonst noch so reinziehen, wahrscheinlich Prittstifte. So, hier haben wir wieder so ein verficktes Scheiß. Okay, okay, okay. So. Sensorgranate. Nur einer? Okay. Wow! Das ging fast schief. Da unten ist noch einer. Oh, fuck, ey. Es ging auch wieder fast schief. Also so weit war man noch nicht in diesem Level. Oh, der hat Kokain bei sich oder so im Zimmer. So, ein Raum noch. Camera under the door. Copy that. Suspect spotted. Komm, wir machen einfach nochmal Durchbruch, Kids. Gut, knie nieder. Woo. Mission complete.
Yes. Mit welcher Note? D-. Ah, ich habe, glaube ich, einen unerlaubt erschossen. Das kann mal vorkommen. Ich finde, bei dem Spiel müsste man auch die Möglichkeit haben, einmal pro Mission einfach mal ein Verbrechen zu vertuschen. Das... kein Gequatsche? Oder habe ich das gerade weggedrückt? Ah, es fehlen noch 800 Punkte zu suchen und vernichten. In der Spielhalle. Ja gut, dann machen wir hier erstmal einen Break und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!